Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar hier am Mittwoch, dem 11. Februar. Und wir wollen hier gleich mal wieder den Blick auf den FX-Markt richten. Und es fällt auf, dass die Yen-Pairs nach einer gestrigen starken Vorstellung auch heute hier direkt wieder nach oben ziehen. Wir sehen hier unten wieder an vorderster Front. Gold hat sich hier noch dazwischen gedrängt, der Neuseeland-Dollar so ein bisschen auch. Australdollar hängt ein Stück weit hinten dran sozusagen, aber es wird deutlich, dass hier die Yen-Pairs wieder nach oben rausziehen. Wir hatten gestern US-Dollar gegenüber japanische Yen im Fokus mit einer ja, bullischen Flagge, die sich hier regelkonform nach oben explosiv auflöste. Also hier wirklich ein ja, fantastischer Verlauf unter Trading-Gesichtspunkten, ganz, ganz idealtypisch an den Ausbruch der Flagge und auch an das Rainbow-Setup gehalten, was es denn da gab. Heute wollen wir uns das Beast in Augenschein nehmen, das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, welches in Anführungszeichen eben biestig so manchmal daherkommt, da es eben sehr sprunghaft ist, weil eben das britische Pfund mit drin steckt, der Yen ohnehin ja auch für Volatilität bekannt ist. Und auch heute wieder, das ist der bisherige Tagesverlauf hier im Stundenchart-Intervall, wieder mit einer starken Performance und einem neuen Mehrwochenhoch am Start. Wir haben aktuell 93 Pips zurückgelegt, kommen jetzt hier, ich zoome mich mal ein Stück weit rein, nach Touch des Resistance Level 1 ein Stück weit zurück, aber die Lage hier weiter durchweg bullisch. Auch kurz hier mit der Saisonalität mal im Einklang. Wir haben hier kurzfristig auch hier Rückenwind von der Saisonalität in den nächsten Tagen, spricht viel für weiter anziehende Preise hier quer durch das Beet der Yen-Pairs. Alle Yen-Pairs stellen sich überdies hier in dieser Formationsfolge dar. Wir hatten ja auch gestern eine Analyse zu diversen Yen-Pairs in den Stream gestellt, wo es eben auch um das große Bild ging und eben hier auch die Unterscheidung zwischen den starken Währungen und den schwachen, die hier in Yen gehandelt werden. Aber widmen wir uns wieder dem Beast sozusagen zu. Wir sehen aktuell, wie gesagt, leichte Rückläufer. Doch das muss uns nicht verunsichern, denn neben dem aktuellen Ausbruchssetup haben wir auch einen grundsätzlich sehr, sehr bullischen Wochentag heute am Mittwoch für dieses Währungspaar. Wie wir hier sehen, ist der Mittwoch bekannt für positive Preise, für positive Schlusspreise. Selbst wenn wir heute eben so bleiben würden, würde sich die Wochenstatistik in dem Zusammenhang eben bestätigen, vor dem Hintergrund, dass es eben keinen negativen Tagesabschluss gibt. Aber 62% positiver Schlusspreise am Mittwoch ist eine Hausnummer, die hier durchaus dafür spricht, dass das Währungspaar weiter anziehen darf. Gehen wir kurz in den Tageschart, um das Bild hier von dieser Seite nochmal zu beleuchten. Oder gehen wir auch mal direkt auf die Struktur der Chartverläufe ein. Da sehen wir, dass hier übergeordnet kurzfristig noch ein Abwärtstrend existiert. Hier die Preisindikation bzw. hier der Spotpreis aus dem Interbankenmarkt von JFT Brokers in diesem Chart natürlich zu sehen. Und wir sehen eben aktuell, dass es heute, ja, das passt ins Bild, durchaus noch Potenzial gibt hier bis in den Bereich 183,60, 183,70 Yen. Also wir könnten heute eine ähnliche Kerze wie gestern vollziehen, wenn der Markt sich hier nicht unterdrücken lässt. Sieht ganz gut aus, dass wir eben hier weiter nach oben rausziehen. Relevante News im großen Stil stehen heute überdies nicht auf der Agenda. Also insofern könnte der Markt durchaus technisch getrieben sein, was dafür spricht, dass der oder das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hier durchaus weiter nach oben ziehen kann. Kurzfristig, wie gesagt, das hier mal als Potenzial auf der Südseite, auch auf Tagesbasis ganz kurz erwähnt, hier diesen Supportbereich, knapp über 180 Yen. Das ist wichtig, dass wir diesen nicht mehr unterschreiten. Also hier Preise unter 180 Yen wären klar negativ zu sehen. Und so kommen wir auch mal direkt in den Stundenchart und schauen uns mal hier das kleinere Bild an. Da haben wir kurzfristig sehr schön zu sehen einen klaren Aufwärtstrend, den man auch hier ja, unterstreichen kann mit einer Aufwärtstrendlinie. Mehrere Auflagepunkte sind hier bereits existent. Dann kann man das Ganze noch verwandeln in einen Trendkanal und das wird deutlich, dass wir den Preis, gut, wenn wir viele Auflagepunkte versuchen einzuhaschen, hier einfangen können. Und auch hier spricht sich hier bis zum Resistance Level 183,56 durchaus weiteres Potenzial aus. Hier wäre dann eben auf Tagesbasis in diesem Bereich dieser Widerstand von der großen Abwärtstrendlinie kommend. Das sieht ganz interessant aus. Also grundsätzlich hier weiteres Potenzial möglich. Sollte natürlich jetzt nicht zu neuen Tagestiefs kommen. Kommt es dennoch dazu? Man weiß es nie, was der Markt noch bereithält. Dann hat man natürlich hier einen sehr, sehr schönen Unterstützungsbereich. Also hier knapp über dem Pivot Point,
hier in der Zone um 181, 65, 181, 70. Wenn der Preis wirklich hier zurückkommt, dann wäre das vielleicht eine sehr, sehr interessante nachträgliche Einstiegschance für ein Long-Engagement, um hier diese Welle nach oben mitzunehmen. Sieht ganz interessant aus, sieht ganz gut aus. Wollen wir doch mal sehen, wie sich der Tag so gestaltet. Wir haben übrigens am heutigen Nachmittag, beziehungsweise vielmehr um die Mittagszeit 11:30 Uhr, ein Spezialwebinar zum Euro gegenüber dem Schweizer Franken zu den Aktivitäten am 15. Januar, sowohl von der fundamentalen Seite beleuchtet, als auch technisch wollen wir das Ganze nochmal aufarbeiten und natürlich auch erklären, wie sich JFD Brokers hier geschlagen hat. Wird ganz spannend. Schalten Sie ein bei Lust und Freude. Wir werden den Link in Bälde reinstellen, beziehungsweise sehen Sie es auf der God Mode Startseite, beziehungsweise als kleine Banner an Werbung, als kleinen Banner-Teaser links unten im Bild ohnehin, wenn Sie auf die Godmode Trader Startseite gehen. Insofern sicherlich ganz interessant. Also, würde mich freuen, wenn Sie später einschalten. Ansonsten gibt es natürlich dann auch noch JFD Live Trading TV untertags. Was wir genau in den Fokus nehmen, lassen Sie sich überraschen. In dem Zusammenhang, bis bald und noch einen schönen Tag.